Laden ist das Stichwort. Der Mokka E hat serienmäßig einen 3-Phasen-Lader verbaut. 11 kW sind also drin. Aber das probieren wir gleich aus. Mit 11 kW dauert das Laden von 0 auf 100% rund 4,5 Stunden. Übrigens kann man den Mokka E über CCS auch mit 100 kW Gleichstrom laden. So, der Ladevorgang ist jetzt vorbei. Schauen wir mal, ob der Mokka E das Ladekabel freiwillig loslässt. Ja, macht er.